Bezirk Kirchdorf an der Krems bewegt sich aufwärts. Guten Tag, meine Damen und Herren, bei mindestens 99 Sekunden Remax Immobilienspiegel Online für den Bezirk Kirchdorf. 2019 sind im amtlichen Grundbuch 715 Immobilienverkäufe verbüchert worden. Zum Vergleich, das waren um plus 2,7% mehr als 2018. Damit hat der Immobilienmarkt in unserem Bezirk einen neuen Rekordstand erreicht. Im Bundesland Oberösterreich war der Bezirk Kirchdorf damit auf dem 13. Platz von 16 Bezirken. Das entspricht auch den Größenverhältnissen. Umgerechnet auf unsere 57.000 Einwohner im Bezirk war das im Vorjahr jeder 40. der eine Immobilie gekauft hat oder verkauft hat. Nach dem Remax Immobilien Action Index war der Bezirk Kirchdorf im Bundesland Oberösterreich damit an der 10. Stelle von den 16 Bezirken. Wenn man davon ausgeht, dass aber öfter nicht nur ein Verkäufer und ein Käufer beteiligt gewesen sind, sondern Paare oder ganze Familien, so reduziert sich das noch viel weiter und in Wahrheit waren es wesentlich mehr als jeder 40. der eine Immobilie verkauft oder gekauft hat. Wie das jetzt weitergeht, wissen wir natürlich noch nicht. Die Prognosen waren durchaus optimistisch, doch dann kam Corona. Was wir bisher wissen, ist, dass die Nachfrage auf der Remax.at nach einem kurzen Einbruch das Niveau des Vorjahres wieder erreicht hat. Es kommen neue Objekte dazu und es werden auch Objekte verkauft. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass wir für unsere Kunden jederzeit telefonisch, per E-Mail und auch per Videocall erreichbar sind. Gerne können Sie auch unsere Objekte in einer 360-Grad-Besichtigung ansehen. Für ein Angebot müssen wir uns auch nicht persönlich treffen, dafür haben wir DAVE, unser digitales Angebotsverfahren. So versuchen wir mit minimalem personellen Kontakt unsere Kunden zu betreuen und vor allem die Gesundheit aller zu schützen. Also bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.